das Schlusswort. Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 2340 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Michaela Steinacker, Agnes Sirka-Bramer, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag eingebracht. Weiters liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Nikolaus Scherak vor. Ich werde daher zunächst über die von dem erwähnten Zusatz- bzw. Abänderungsantrag sowie von dem Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile der Systematik des Gesetzentwurfs folgend und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Da der vorliegende Gesetzentwurf ein Bundesverfassungsgesetz enthält, sowie der erwähnte Zusatz- bzw. Abänderungsantrag sich darauf bezieht, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Absatz 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten auch fest. Die Abgeordneten Michaela Steinacker, Agnes Sirka-Bramer, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Abänderungsantrag betreffend eine Änderung des Artikel 1, Ziffer 9 eingebracht. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Ausdrücklich damit ist die Zweidrittelmehrheit, die verfassungsmäßige Zweidrittelmehrheit gegeben. Die Abgeordneten Michaela Steinacker, Agnes Sirka-Bramer, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Artikel 2, Titel und Eingang eingebracht. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich auch um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so. Dieser Abänderungsantrag besagt die Schaffung eines neuen Tatbestands bei Herabwürdigung einer Fahne. Betreffend Artikel 2, Ziffer 1, wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Die Abgeordneten Michaela Steinacker, Agnes Sirka-Bramer, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend eine Änderung der Ziffern 2 bis 4 sowie eine Einfügung der neuen Ziffer 5 in Artikel 2 eingebracht. Wer spricht sich dafür aus? Das ist mit Mehrheit angenommen. Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts. Wer spricht sich dafür aus? Das ist mit Mehrheit angenommen und ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. Und wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit und mit der verfassungsmäßig erforderlichen Zweidrittelmehrheit auch angenommen.